Kennst du eigentlich deinen Hauttyp? Es gibt insgesamt 4 verschiedene Arten und die Mischhaut ist heute unser Schwerpunkt. Ich werde dir alles zu diesem Thema erzählen und wie du sie richtig pflegst. Mein Name ist Dr. Alice Martin, eine der Ärztinnen von der Online-Hautarztpraxis Dermanostik, wo du übrigens auch einen Hautpflegeplan von unseren Ärztinnen beantragen kannst. Einfach in der App auswählen und entsprechend kriegst du eine Empfehlung für dich. Die wichtigste Frage lautet, was ist dein Hauttyp? Es gibt insgesamt 4 verschiedene, trocken, fettig, normal und Mischhaut. Und du kannst es ganz einfach herausfinden, indem du Folgendes durchführst. Wasch dein Gesicht mit lauwarmem Wasser, verwende ein pH-neutrales Produkt, indem du einfach dein Gesicht damit entfettest, tupfe es anschließend mit einem Handtuch vorsichtig ab und dann wartest du 10 bis 15 Minuten. Nach dieser Zeit schnappst du dir einen Spiegel und schaust in den Spiegel hinein. Wie sieht die Haut aus? Erkennst du irgendwo eine Schuppung oder eine Trockenheit, dann hast du trockene Stellen. Wenn das am gesamten Gesicht spannt, dann hast du wahrscheinlich einen sogenannten trockenen Hauttyp. Wenn du glänzende Stellen siehst am gesamten Gesicht, dann ist es am ehesten ein fettiger Hauttyp. Es kann aber auch sein, dass es deiner Haut gut geht und du gar nichts bemerkst. Dann hast du einen normalen Hauttyp. Und wenn du beides hast, sowohl trocken als auch fettige Anteile, dann ist das klassisch für Mischhaut. Und das bedeutet, dass in den seborrhoischen Arealen, also wo viel Talg produziert wird, die T-Zone, die Stellen etwas glänzen, während die Wangen und die Augenpartie ein bisschen schwappt. Was heißt das jetzt konkret für dich? Als allererstes die gute Nachricht, die Mischhaut haben sehr viele Menschen und es ist ein Hauttyp, den man auch gut pflegen kann. Das heißt, man hat 2 verschiedene Pflegecremes, eins für einen eher fettigen Anteil in der T-Zone und eins für einen eher trockenen Anteil im Bereich der Wangen- und Augenpartie. Und mit diesen 2 Cremes unterteilst du einfach dein Gesicht und pflegst es auch ein bisschen unterschiedlich. Was sicher auch noch häufig der Fall ist, man kann auch Hautunreinheiten im Bereich der T-Zone haben. Kleine Pickelchen oder Knötchen. Und deswegen sollten die Produkte nicht komedogen sein, also dass die Talgdrüsen nicht verstopfen und Mitesser entstehen. Und wenn man das in diesem Bereich aufträgt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Hautunreinheiten entstehen. Übrigens, Lotionen sind besonders gut geeignet, weil sie sind eher wässrig und können den etwas fettigeren Anteil ausgleichen. Im Gegenteil dazu sollte man hier eher auf eine Creme, Fettcreme oder sogar Salbe zurückgreifen, je nachdem wie trocken der Anteil ist, weil das fettet diese Partie gut nach. Und was steckt in so einem Hautpflegeplan eigentlich drin? Worauf sollte man noch achten? Ganz konkret, bei uns erstellen wir richtige Produktempfehlungen. Es gibt nämlich Dermokosmetikfirmen, die sich auf auch Mischhaut spezialisiert haben. Und das empfehlen wir dann, je nachdem, ob man vielleicht noch große Poren hat oder kleine Poren oder noch eine andere Hauterkrankung, werden auch da Hinweise im Arztbrief geschrieben. Es geht auch ein bisschen um Lifestyle, Sport, Ernährung, Trinkverhalten. Also das sind Informationen, die genauso wichtig sind. Und ansonsten, wenn du Rückfragen hast, speziell zu diesem Thema, dann freue ich mich sehr in den Kommentaren. Einfach einen Kommentar hinterlassen, eine Frage. Bei Social Media haben wir auch ganz viele Informationen für dich erstellt. Und ansonsten abonnier doch gerne den Kanal, hinterlass ein Like und wir sehen uns beim nächsten Video.